Dieser eine Sprung. Der ist nochmal richtig. Bin ich denn nur komplett behindert? Life. Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jump World auf Timolia. Und mir wurden zwei neue Maps gebaut. Auf jeden Fall danke, danke, danke dafür. Und keine Sorge, deine Map hier, Systilex, wenn ich dich richtig ausgesprochen habe, kommt auch noch dran, aber die von Paul war etwas früher. Also nehmen wir die und ich würde mal sagen, danke, 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 danke. Das ist so geil, die Map. Ich habe sie natürlich schon mal getestet und mein erster Versuch hat fast 20 Minuten und 280 Fails gebraucht. Du hast gesagt, das letzte von meinem Jump'n'Run war, was easy. Ja, okay. Nimm das! Und, Junge, du hast richtig krass einen rausgehauen. Das ist echt krank. Oh ja, darauf musste ich gar nicht. Alter, ihr werdet's gleich sehen hier. Diese Jumps, es sind nicht viele, aber die sind so krass krank. Es ist. Ich habe da so verdammt lange für gebraucht und ich habe auch noch keine safe Möglichkeit, die zu machen. Also echt, das ist mega geil. Ich habe ihn direkt. Krass. Hier den. Nein! Ah. Ich weiß nicht. Also entweder ich habe jetzt ganz viel Glück und schaffe die ganz schnell. Oder ich werde da irgendwas Hübsches zusammenschneiden. Je nachdem werde ich dann im Schnitt sehen. Aber echt. Junge. Sowas möchte ich sehen. Echt, das ist geil. Also wirklich, das ist eine Challenge. Das ist wirklich eine Aufgabe, die schwierig ist. Und sowas mag ich wirklich. Das ist. Also, es ist gerade knapp noch davor, dass es einen nicht zum ultimativen Ragen bringt. Und boah, es ist echt verdammt schwierig. Es ist halt echt schwierig. Ich habe schon verdammt viele Sachen ausprobiert, so, zum Beispiel hier so ganz an die Kante stellen, dann verschiedene Blickwinkel irgendwie, dass man springt und dann sich richtig dreht und boah, es ist, ich habe keine Methode gefunden, die hundertprozentig safe sein könnte. Es ist echt krass. Also echt. Für sowas, das trainiert mich dann auch nochmal ein bisschen in Sachen Jump'n'Runs. Also, solche schwierigen Aufgaben hier möchte ich gerne haben. Das ist echt so eine Sache, wo wahrscheinlich andere Leute viel schneller ragen würden und, ja, gewisse andere Dinge. Zum Beispiel Tastaturen kaputt hauen. Aber, nee, ich finde das echt geil. Also, ich mag das. Und ja, auch wenn es halt verdammt schwierig ist, aber daran ist ja der Anreiz. Und ja, ich werde das jetzt mal. Ich wollte gerade sagen, ich werde das jetzt noch ein bisschen probieren und dann rauscutten, weil jetzt habe ich ja nur ein bisschen Stuff erzählt, aber da habe ich es geschafft. So komm, dieser eine Sprung, der ist nochmal richtig. Bin ich denn nur komplett behindert? Ah! Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Nein! Ich hab Rechtsklick gedrückt. Fuck! Nein! Wie behindert! Nein! Oh mein Gott! Scheiße! Alter! Scheiße! Fuck! Nein! Das ist doch jetzt nicht mein Ernst, oder? Zum Glück direkt wieder hier. Alter, verdammt! Scheiße, war das ein Fail! Okay, ich würde sagen, ich
cutte hier mal. Oder vielleicht mache ich auch einen Zeitraffer. Ich weiß, ihr wolltet eigentlich, als ich damals bei Jump League gesagt habe, gefragt habe, ob ihr Zeitraffer oder Cut wollt, dass ihr lieber Cuts wollt. Aber ich finde Zeitraffer eigentlich ganz cool. Wenn man dann so sieht, so dup, 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 er fällt immer wieder runter. Okay, ist jetzt gerade tatsächlich wieder nicht der Fall, okay. Jetzt habe ich schon wieder die ganze Sache überredet und durchgeredet, dass ich wieder doch nicht cutten muss. Wow. Ah, ich bin auch ein Idiot. Okay, ich bin jetzt still. Und... ja! Checkpoint! Nice! Okay. Das wahrscheinlich Schwierigste haben wir tatsächlich damit hinter uns. Ich meine, da hinten kommt zwar noch was Krasses, aber... ja. Ist, glaube ich, nicht so schlimm wie das hier. So, hier habe ich dann beim ersten Versuch eine ganze Weile gerätselt. Wie soll ich denn hier lang und dann da drauf und was? Und das geht ja gar nicht, bis ich irgendwann gecheckt habe. Oho, hier hinten ist ein Block. Also, der war echt sneaky von dir versteckt. Nice gemacht auf jeden Fall. So, jetzt kann man hier an die Leiter. Und hier ist der Checkpoint. Und weiter geht's. So, hier beim nächsten Modul, sage ich mal. Ein paar hübsche Steinzaunsprünge und das hier mit der Leiter ist eigentlich der einzige schwierige, der hier dabei ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ja doch, genau, dann viel mehr kommt da auch nicht. Und der ist echt tricky. Ja, nee, tricky. Nein! Ach, come on! So langsam könnte ich mal ein bisschen Luck haben, oder? Ja! Nice. Okay. Hier muss man irgendwie hier so an den Checkpoint ran sneaken, weil wenn man da drauf steht, klappt das nicht. So. Jetzt hier. Das ist eigentlich recht einfach. Sage ich jetzt und gleich fail ich wahrscheinlich. Aber dann nur wegen Unfähigkeit. Ja, genau. Aber an sich ist das nichts Schwieriges. Und danach war es das, glaube ich, schon, oder? War da hinten noch was? Nee, da ist das Ziel. Da-dum. So. Und die Bewertung habe ich schon gegeben, und zwar Kreativität ist auf jeden Fall gut. Ich meine, das ist schon krass. Also die Sprünge sind halt ultimativ. Die sind schon echt krank. Die sind schon krass, also wirklich. So, Optik, ja klar, sind halt Blöcke in die Luft geplaced. Mehr brauche ich nicht, ist aber auch nichts Krasses. Also okay. Und ja, Kreativität genauso. Ich denke mal, das ist auch wieder fair bewertet. Und ja, das hat mich jetzt die Hälfte der Zeit gekostet, wie ich es letztes Mal gebraucht habe beim Testen. Insgesamt eigentlich nur. Habe ich halb so viele Fails auch, genau. Ja, eigentlich bin ich doppelt so gut wie beim ersten Try. Also ich würde sagen, die Map war echt eine krasse Herausforderung. Die krasseste, die ich bisher hatte hier in Jump World. Und damit würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.